Was mit einigen Strichen begann, ist gewachsen. Auf 16 Seiten, die Deutschland erklären sollen. Darin erleben Menschen kleine Geschichten mit Moral. Ein Beispiel: Ist das Handy weg, dann keine Selbstjustiz, der Staat kümmert sich darum. Und es gibt klare Ansagen, wie auf dieser Seite. Die Botschaft: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das Heft wird es in mehreren Sprachen geben. Gezeichnet haben das Wiesbadener Künstler. Und die machten die Erfahrung, Kommunikation kann schwer sein. Problem bei der Übersetzung nach Paschtu und die Zuweisung von den Texten in den Sprechblasen ist einfach, wir können nicht erkennen, wo fängt das Wort an, wo hört es auf, wie läuft der Satz. Und dementsprechend ist es dann schwierig, einen Zeilenumbruch zu machen. Also wir können so einen Satz nicht einfach verhackstücken, dann verliert er seinen Sinn. Am Ende mussten die Übersetzer auch beim Layout helfen. Wie man deutsche Wertvorstellungen erklärt, hat nicht nur Hessens Justizministerin überlegt. In Berlin gibt es einen Badeknigge für Neuankömmlinge. Auch eine App von Flüchtlingsamt und Bayerischem Rundfunk erklärt Regeln und Gesetze. Und das Land Bayern hat gleich einen Aufklärungsfilm produziert. Wichtig zu wissen ist, dass man der Polizei, den Staatsanwaltschaften und Gerichten absolut vertrauen kann. Das alles, betonen Integrationsforscher, könnte nur ein Anfang sein. Gespräche, persönliche Erfahrungen seien viel wichtiger. Es wäre, glaube ich, so, als wenn sich ein Norddeutscher mit einem Bayer trifft und man redet dann eben über Speck und Knödel und andere Dinge. Und jeder weiß, ein bisschen merkwürdig ist der andere schon auch. So viel Selbstironie, so viel Gelassenheit sollte sein. Und Kommunikation ist natürlich wichtiger als die Broschüre. So wollen auch die Hessen mit ihrem Comic arbeiten. In Integrationskursen, in denen Juristen mit den Flüchtlingen darüber diskutieren. Die 16 Seiten sollen ein Einstieg sein in den Dialog.